Wenn eine von ihnen stirbt, dann stehe Abo uns bei. Haltet ihn auf! Bei allem, was heilig ist, haltet ihn auf! Schnell! Halt, falsche Richtung, hier ist lang! Die Gildenhöhle. Ein gefallener Krieger. Und ein Bogen. Haben wir diesen Bogen schon? Ja, das ist sogar ziemlich schwach. Hä? Egal. Okay. Auf geht's. Messercheck. Lass sie gehen. Was für ein rührendes Familientreffen. Die Mutter, der Sohn, die Tochter und das Schwert. Nur eins fehlt noch. Euer Blut, dann werde ich diese Welt in Flammen aufgehen lassen. Geisterschwerter, attackiert ihn! Komm schon, zeigt ihn! Was es heißt, sich mit Linie anzulegen. Pam! Schön durch die Sperren geschlagen hier. Aber er verhindert sie irgendwie immer wieder, damit wir ihm irgendwie einen Schaden ziehen. Nur die Spezialangriffe bringen etwas gegen ihn. Schön die Lebensanzeige im Auge behalten, dass sie das Schwert heilt. Wenn dieses Schwert heilt, müssen wir uns extrem beeilen. Zeit für eure Kindheit ziehen. Messercheck, komm her. Komm schon. Hat er sich gerade größer gemacht? Ja. Na, ich glaube, jetzt werden wir ihm unser Können. Schön aufziehen. Feuer. Und Feuer. Was ist Messercheck?
Und jetzt die Wahl, von der ich vor langer Zeit sprach. Streck mich mit dem Schwert der Ewigkeit nieder. Dann wirst du so mächtig sein, wie Jack es sich immer erträumt hatte. Oder wirf es in den Wirbel, damit seine Dunkelheit für immer gebannt ist. Also, was wirst du tun, kleiner Bruder? Zeig mir mal das Schwert. Boah, schön. Mal nachgucken, wie stark die Waffe ist. Schwert der Ewigkeit 230. Leben, Mana und Erfahrungsverstärkung. 230. Und die Waffe, die wir bis jetzt hatten, 230. Was? Schau es weg. Nö, das lohnt sich nicht. Also ganz ehrlich, das ist mir zu blöd. Die Waffe ist ja viel zu schwach. Unser Schwert ist ja viel mächtiger. Jetzt sind beide da, wo sie hingehören. Für immer verloren. Zeit herauszufinden, wo ich hingehöre. Hierhin mit Sicherheit nicht. Messerjacks Maske. Nachdem die Flammen erloschen waren, trat der Held aus der Gilde vor eine schreckerstarrte Menge. Obwohl er sich der Macht des Schwertes verweigert hatte, blieb die Dunkelheit doch in ihm. Die Gilde und deren Leute würden sich erholen. Mauern würden neu errichtet und die Ordnung wiederhergestellt. Für Theresa würde es nicht so einfach werden. Sie zog sich in ein fernes Land zurück, um dort die Wunden ihres Lebens zu heilen. Ein ganzes Jahr war vergangen. Jack war fort und langsam kehrte wieder Frieden in Albion ein. Und endlich konnte sich der größte aller Helden einmal ausruhen. Jetzt. Ladezeit, lange Ladezeit. Automatisch gespeichert. Mutter. Mögest du in Frieden ruhen, Mutter. Oh Held, es tut mir leid zu stören, aber wir erhalten Nachricht von Schnitter, einem unserer ältesten Helden. Er verließ die Gilde Richtung nördliche Einöde, aber jetzt? Es wäre gut, wenn ihr zum Großtatenpodium vor der Gilde kommen und es euch selbst ansehen würdet. Sucht in der Gilde nach weiteren Quests. Ihr habt eine neue Questkarte bekommen. Die größten unserer Helden sind hier versammelt. Oh, Quill, meine Stadt, die Stadt, in der ich geboren wurde. Ich bin ihr Herrscher, ihr Besitzer. Wenn ich möchte, könnte ich Oakville ausrotten. Braucht ihr einen guten Schwertkämpfer? Willst du mich verarschen? Er sagt immer noch guter Schwertkämpfer. Ich habe Messerjack niedergestreckt. Du bist auch kein einen guten Schwertkämpfer. Guter Schwertkämpfer. So. Halt, Moment, wenn das jetzt ein Jahr später ist, wisst ihr, wie viele Rubine der dann haben? Smaragd. Rubine, Saphire, Smaragd waren es, glaube ich. Ich halte... Mahlzeit. Es ist mir eine Freude, euch zu Diensten sein zu können. Komisch. Die Dämonentür am Aussichtspunkt lässt keine Helden hin.
Ja, keine Helden, bla bla bla, Aussichtspunkt, bla bla bla, großer Schrecken. Dämonen überall, wir werden alle sterben, bla bla. Bla 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 bla. Ich hoffe, damit ist halt jetzt wenigstens. Weitergeht in diesem Weg. Weh, die haben zu. Geht doch. Servus. Ich glaube, wir können euch ein besonderes Angebot unterbreiten. Waffen. Nahkampfwaffen. Meisterbrustwaffen. Toll. Und die. Und die, und die, und die. So. Meine Frau hat mir erzählt, dass man jetzt mit der Dämonentür sprechen kann, neugierige Kuh. Der ist aber nett zu seiner Frau. Neugierige Kuh, die. Die Heldengilde. So, liebe Freunde, ich denke, bevor wir hier aus dieser Tür hinaustreten und uns dem Erweiterungspakt zuwenden, würde ich sagen, dass ich eine Pause mache, eine Aufnahmepause für eine bestimmte Zeit. Nein, Quatsch. Wenn die Folgen hier dann alle sind, werde ich natürlich weitermachen. Aber den ersten Fable-Teil haben wir beendet. Und als es dann hieß, ein Jahr später, ging dann der zweite Teil los. Ja, bitte. Den sollten wir auch mal weitermachen. Hier, das gibt's doch gar nicht. So. Also. Die Erweiterung The Lost Captures werden wir beim nächsten Mal spielen. Denn als Fable, als Fable rauskam, hieß es einfach nur: Hey. Und dann kam die Erweiterung The Lost Captures dazu. Und wir spielen jetzt genau in The Lost Captures. Wir befinden uns schon mittendrin. Und wenn ihr das so auf der Karte seht, diese kleinen rosa Punkte, das sind Frauen, die uns süß finden. Liebe Freunde, bis zum nächsten Mal. Ich verabschiede mich. Euer Link hier.